Hallo liebe Bastler, heute habe ich für Sie ein sogenanntes Simply Stampin Projekt, sprich ein Projekt, wo man nicht viel braucht, was recht einfach geht, was total anfängertauglich ist und ich habe dafür heute ein Gastgeberstempelset verwendet und zwar das ganz ganz süße New Wonders. Wie ich die Karten gemacht habe, das zeige ich Ihnen jetzt. So, meine Lieben, heute machen wir es uns ganz einfach. Und zwar arbeiten wir mit vorgefertigten Karten, die es bei Stampin' Up! Genauso zu kaufen gibt, auch mit passenden, schönen Kuverts. Und das sind die Karten, wie der Name passt da sehr, sehr gut. Und zwar die Karte mit Wellenrand. Grußkärtchen mit Wellenrand, glaube ich, heißen sie. Ich blende Ihnen da oben wieder ein, wie sie genau heißen, was sie kosten, was für Nummer sie haben. Und heute bleibe jetzt nochmal ganz in die Blautöne, also es gibt sie eben in die vier Farben und ich finde die wirklich total lieb, vor allem wenn man sie zusammenfaltet, dann kommt das erst richtig schön raus, weil sie eben da ganz ein kleines bisschen kürzer gehalten sind, dann hat man da so richtig nette Wellenkante, ich finde das schaut richtig lieb aus. Gut, dann haben wir da dazu das Designerpapier, ich meine es heißt sanfte Silhouetten, blende ich Ihnen auch ein. Irgendwie mit den Designerpapieren, mit den Namen bin ich jetzt noch nicht ganz so fit, aber das kommt auch noch mit der Zeit. Schön, da habe ich mir ein Stück zugeschnitten. Alle Maße finden Sie wie immer auf dem passenden Blogbeitrag und der ist verlinkt unten in der Infobox. Und das klebe ich mir jetzt einfach mit ein bisschen Snail auf. Sie wissen ja, Designerpapiere immer eher mit Snail aufkleben, damit es schön flach ist und man keine Schwierigkeiten hat von irgendwelchen Hügeln. Dann versuche ich das so halbwegs mittig reinzukleben, oben und unten, vom Abstand her und hoffentlich auch halbwegs gerade. Und zwar schaue ich, dass da der Abstand und da der Abstand, so, also bis die Wellen beginnen, so ungefähr gleich groß ist. Wobei, es ist eigentlich nicht wirklich dramatisch. Und dann habe ich noch ein Stück Flüsterweiß, das passt dann da schön drauf. Da können Sie dann selber entscheiden, möchten Sie es eher weiter oben oder so wie ich weiter unten oder setzen Sie es mittig rein. Schaut immer nett aus. Und auf das stempeln wir eben jetzt den ersten Stempelabdruck. Und ich habe mich heute entschieden für Sie da, weil sie ist so nett, oder? Wie sie da mit ihren flatternden Haaren ist. Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist ein Stempelset, da finde ich alle drei Abdrücke einfach total mega. Also die sind so, so lieb, die New Wonders. Die kleinen Feen, Elfen, ich glaube, es sind eher so Feen, oder? Aber so kecke, so lustige, ich finde total lässig, total cool. Und eben, wie gesagt, dieser Gastgeberstempelset, das heißt, das können Sie nur bestellen, wenn Sie entweder zum Beispiel eine Stempelparty machen, dann sind Sie die Gastgeberin und haben von daher werden sicher 200 Euro als Umsatz von der Party erreichen. Und darüber hinaus gibt es ja dann die Shoppingprozente, das heißt, ab 200 Euro kriegen Sie ja immer mindestens 10% von dem Gesamtumsatz als Shoppingbonus und da können Sie zum Beispiel dieses Stempelset einlösen. Für den normalen Verkauf gibt es dieses Stempelset nicht, dafür ist es aber im Shoppingbonus ein bisschen günstiger. So, kleine Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Gut, also, wegen Shoppingbonus nochmal ganz kurz, wenn Sie selber eine Bestellung haben, das nennt man dann sozusagen eine qualifizierte Bestellung, die über 200 Euro ist, dann kriegen Sie natürlich die Prozente ganz gleich, als würden Sie eine Stempelparty geben. Und da kann man die eben dann einlösen. Und das Feine ist, bei den sogenannten Gastgeberstempelsets, die sind immer wesentlich günstiger als die normalen Stempelsets. Das ist einfach so ein Zuckerl von Stampin' Up. Und man kriegt so quasi mehr um den Betrag. Gut, also wir verwenden heute eben das Stempel mit der Fee. Und das färbe ich mir jetzt mit Pazifikblau ein, weil das so richtig schön passt. Und dann stempel ich mir die da drauf, ziemlich am Rand. Und schaue, dass ich da so das Ganze hoffentlich ungefähr erwische. Ja, passt wunderbar. Schön. Und dann stempeln wir noch einen Spruch drauf. Und da habe ich mich entschieden für das Stempelset von der Steffi Helmschrott. Das ist ja ganz was Besonderes für uns deutschen und österreichischen Demos natürlich. Und da finde ich das Stempelset ist wirklich so mega gelungen, also das ist so, so schön. Und da habe ich mich entschieden für herzlichen Glückwunsch. Ich habe mit dem Stempelset jetzt schon ein paar Sachen gestempelt und gemacht. Da werde ich Ihnen in Zukunft sicher auch noch das eine oder andere Projekt zeigen. Jedenfalls, ja,
ein wunderschönes Set. Und da stempeln wir ihm jetzt das ab, das herzlichen Glückwunsch. Das platzieren wir da eben links her. Ein kleines bisschen schief nach unten, aber macht nichts. Es geht ja eh der Wind, oder? Da hat jetzt der Wind den Spruch ein bisschen vertragen. Egal, ist handgemacht. Manchmal ist es so. Jedenfalls jetzt werden wir schauen, dass wir das Ding nur ein bisschen nett kolorieren. Und dazu verwende ich jetzt einfach einmal als allererstes den ganz normalen Aquapainter. Und mit dem gestalte ich jetzt den Hintergrund, dass der so ein bisschen wolkig ist. Und dann mache ich das einfach so, dass ich da in die Farbe reinfahre, dann löst es mir das so richtig nett an. Und dann ziehe ich die einfach raus. Schau, dass ich da ihr Lokal nicht anmale. Und mit dem, dass man das rauszieht, verdünnt sich dann die Farbe und wird immer heller. Und wenn man merkt, ah, jetzt ist da fast keine Farbe mehr, dann fahren Sie ganz einfach ein kleines bisschen an den Kreisrand dran und sehen Sie das, wie man das dann rausziehen kann. Ich glaube, das sieht man ganz gut, oder? Wenn man da dann reinfährt in das Kreisel, dann zieht man da so richtig die Farbe raus. Und die kann man dann einfach so ein bisschen kreisrund vermalen. Kann man auch bei ihr natürlich ein bisschen Farbe rausziehen. Und so hat man da dann einen richtigen netten, wolkigen Effekt. Geht total super easy, voll schnell. Und da unten dann aber auch schauen, dass man nicht in ihr Kleiderl reinfährt, dass man sie da ein bisschen abheben vom Hintergrund. Das war's schon, mehr mache ich da gar nicht. Ich lasse das wirklich so ganz wolkig sein. Und jetzt verwende ich noch die Stampin' Blends. Und da habe ich mich entschieden für Himmelblau, Babyblau in Dunkel. Da male ich einfach ein kleines bisschen wie ein Kleiderl. Die Stampin' Blends sind ja die Alkoholmarker, das heißt, die lösen mir jetzt da die Stempelfarbe nicht an. Das ist ganz praktisch. Dann verwende ich jetzt diesmal ein bisschen Elfenbein für ihr Gesichter, weil ich glaube, dass das netter ist als der ganz rosa Ton. Aber mit rosa machen wir dann nur ganz nett Wangerl. So, ich glaube, das schaut schön aus. Was sieht es mir da gerade? So ein bisschen Rouge sozusagen. Das ist ja ganz guter Dinge, da darf sie ruhig großer Wangerl haben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen einen Gelbton für ihre blonden Haare. Da verwende ich diesmal jetzt Dunkel Ananas. Mal schauen, wie das wirkt. Ist ein bisschen strahlender. Also Sie sehen schon, ich probiere genauso mit den Farben dann aus, was mir besser gefällt oder wie es noch netter sein könnte. Da testet man halt einfach so ein bisschen um und um. So. Fahren wir da einfach so ein bisschen über ihre Haare drüber. Ziehen das so ein bisschen da nach außen. Und schon ist die mit ein paar Striche wirklich super schnell ganz lieb angemalt. Dann verwende ich noch dunkle Chili. Und mit dem dunklen Chili mache ich gerade da noch die zwei Herzerl. Ein bisschen rot. Da haben wir auch noch eins. Das war's. So schaut jetzt das aus und ich finde, das ist jetzt wirklich echt in 0,0 total super schnell gemacht und geht total gut. Dann verwende ich ein bisschen Dombo und mit Dombo klebe ich mir das dann hinten drauf. Schau jetzt, dass ich es eher weiter unten herklebe, weil ich möchte auch von dem Designerpapier noch ein bisschen was haben. So, ganz wunderbar. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zu guter Letzt ein ganz paar kleine Steinchen. So ein bisschen als Bling-Bling. In dem Fall klebe ich mir jetzt einen da her. Und zwar da hier oben. Die so quasi auch mit ihr da ein bisschen mitflattern. Und das war's schon. So schnell kann unter anderem eine Karte sein, die aber trotzdem total lieb ist und voll besonders ausschaut, oder? Also ich finde halt einmal schon, ich finde, das macht Mords an Wind. Und ich glaube, das kriegt ja jeder Anfänger zusammen. Und man sieht auch ganz schön den Unterschied, wenn man das Gesicht rosa macht, dann ist sie halt wirklich einfach, ja, eher rot. Und wenn man es in dem Elfenbein macht, dann hat sie eher einen Hautton. Ich finde Bords irgendwo lieb, Bords hat so seinen Charme. Da habe ich glaube, Osterglockengelb verwendet und da eben jetzt Ananasgelb. Also man sieht schon, es wirkt am Wasser alles einfach ein bisschen anders, aber total nett. Beide finde ich wirklich süß. Schön!
Gut, das war ein schnelles Samstags-Kreativvideo. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn ja, bitte schenken Sie mir einen Daumen hoch. Und wer mich noch nicht kennt, sehr, sehr gern bitte meinen Kanal abonnieren. Dann verpassen Sie keine Videos mehr von mir. Und natürlich nicht vergessen, aufs Glöckchen drücken. Schön. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Liebe und sage Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal.